Zack und zack. Ja, hier, mein Gott, da machen wir erstmal einen Winkel hin. So, da kommt dann eine Scheibe. Hier machen wir auch einen Winkel hin. Hier können wir dann eine Scheibe reinsetzen. Hier machen wir einen Winkel hin. So, und da machen wir einen Winkel hin. Da kommt eine Scheibe rein. So, ja, dann haben wir das auch schon. Das kann man jetzt hier noch schöner ausstatten. Was wir noch machen könnten, ist hier gleich daneben zum Beispiel den Ofen hinstellen. Da haben wir ja erstmal nur einen. So, da können wir schon mal ein bisschen Kohle reinkloppen. Zack. Ja, und dann haben wir ja noch ein Bett. Ne, hier, unser Bett. Das stellen wir dann auch noch irgendwo hin. Das machen wir am besten hier so, ne, so davor, so. Zack. So, da können wir auch schon pennen gehen. Hoffen wir mal, dass wir nicht von Monstern überrascht werden. Ich habe jetzt nämlich alles offen hier. Fenster, Türen, alles ist offen. Und hier wächst schon wieder irgendwas. Und dann ist gut. So, da unten sehe ich Sand, das ist auch prima. Dann können wir erstmal schon mal gleich mal Glasscheiben machen. Und dann haben wir die Bude schon mal so ein bisschen, ja, wie sagt man, schon mal so die, ja, Grundgestein gelegt im Prinzip. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ne? Und das ist schon mal ganz gut, dass wir das haben. Hier liegt übrigens gerade Ton rum. Nehmen wir das auch mal mit. So. Da kenne ich ja gar nichts. Das reicht auch schon, was wir hier haben. Hier scheint es unterirdisch. Ach, da ist auch schon wieder Kohle. Okay. So. Zack. Also hier können wir wirklich einen schönen Acker dann auch anlegen später. Prima. So. Zack. Geht da gleich mal rein. Das schmilzt da jetzt lustig vor sich hin. Und bei der Gelegenheit, wir haben noch Holz übrig, werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal eine Chest bauen. Und ich glaube, ich werde mich für eine Double Chest entscheiden. Was. Ah, okay. Hier haben wir noch was. Weil dann haben wir dann gleich auch ein bisschen mehr Platz, ne? Deswegen gleich eine Double. So. Die platziere ich am besten direkt hier vor das andere Fenster. Das kann man machen. Und somit können wir auch schon mal das ganze Zeug, was wir jetzt nicht brauchen, wie zum Beispiel hier die Setzlinge, die sind jetzt erstmal, ja, die brauche ich erstmal nicht. Hier diese, ja, Monster-Items, wenn wir wollen, brauche ich auch erstmal nicht. Ton brauche ich nicht, Wolle brauche ich nicht, die Tür brauche ich auch erstmal nicht. Unsere Verpflegung, die, ja, die heben wir mal auf, da können wir ein bisschen was naschen. Holz brauche ich auch erstmal nicht, das packe ich da rein. Was ist das überhaupt? Fichtenholz? Da mache ich jetzt so eine Fichte. Die brauchen wir. Die lasse ich auch da drin. Und die packe ich erstmal hier so daneben hier. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Und hier oben machen wir natürlich unsere Saatgutsachen hin. Ja, und dann ist das auch gleich wieder ein bisschen ordentlich. Hier das Schwert können wir da auch einpacken. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Prima. So, wie sieht's aus? Hier haben wir schon die ersten sechs fertig. Moment, wo ist der Crafting Table? Hier. Das heißt, daraus können wir natürlich gleich ein bisschen mehr machen. Aus sechs wären 16. Und somit ist es schon mal ganz gut, weil dann können wir hier schon mal die ersten Scheiben reinsetzen. So. Das ist jetzt erstmal alles noch keine große Herausforderung. Jeder, der schon ein bisschen öfter Minecraft gespielt hat, der wird das wissen, dass das hier alles keine große Kunst ist, was ich mache. Sondern eigentlich so der totale Standard, ne, wenn man möchte. Fenster setzen, aus Glasblöcken Glasscheiben machen, Türen und was weiß ich was alles. So, jetzt können wir noch einen Boden machen, wenn wir ganz schön und cool sind. Machen wir das einfach noch eben, dass wir einen schönen Boden uns noch reinsetzen. Da entscheide ich mich jetzt auch einfach für das dunkle Zeug hier. Einfach nur, weil es ein bisschen schöner aussieht. So. Und da habe ich auch schon eine erste Idee. Und zwar würde ich gerne hier in der Wohnung, würde ich gerne einen Zugang haben, in irgendeine Höhle. Das heißt, das werde ich offen lassen, da geht es dann später runter. Da werde ich mir eine private Mine aufbauen. Halte ich für ganz clever. So. Ja, die Minecraft-Physik, keine Panik, Leute, da fliegt nichts runter. Das kann man hier alles machen. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, dann hier eine hin und da. Da eine hin, da, 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 da. Ja, und hier werde ich jetzt, das ist mir schon fast zu groß. Ja, so ein Zweierabstand, der reicht mir. Wie gesagt, hier soll gar nicht viel rein. Das ist einfach, wie gesagt, erstmal nur so, dass man hier so einen Unterschlupf hat, wo man sich so vor Regen schützen kann. Das muss hier auch eigentlich alles toll aussehen. Das ist erstmal, wie gesagt, nur, ja, zweckerfüllend, wenn man will. So, ja, und hier buddel ich mich dann einfach nach unten, weil wir brauchen, wie gesagt, jede Menge Stein und alles und anderes Zeug. Da macht sich das hier schon ganz gut, wenn man sich hier so runterbuddelt. Das muss hier natürlich dann auch noch weg.
Ja, okay, gut. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, klappt. Prima. Habe ich gut ausgerechnet. Ja, das ist Erfahrung vom Cave Design. Da kann man immer das ganz gut abschätzen, sage ich mal, ob man ja schon irgendwie so ein kleiner Hügel ist oder ob es dann ein bisschen tiefer runter geht. Und hier war es gerade das Glück, dass man ein bisschen tiefer runter gehen konnte, sodass es da so ein kleiner Berg ist, da wo wir unseren Baum abgesäbelt haben. Das war ja auch ein bisschen größer als so ein Hügel. Genau, und hier geht es jetzt ganz normal. Das kennt ihr ja auch schon aus meinem Let's Play. Das mache ich ja meistens so, dass ich mir hier einfach so selber einen Minenschacht lege im Prinzip, wo es runtergeht in die Unterwelt im Prinzip. Und da werden wir auch unbedingt rein müssen, weil wir müssen uns hier auf jeden Fall ja nicht nur eine Eisenmine suchen, sondern natürlich auch in erster Linie eine Steinmine. Weil wie gesagt, wir brauchen von diesen Steinen hier, die wir eben gerade hier verbaut haben, 10.000 Stück. Das heißt, das ist eine ganze Menge, die wir brauchen. So, okay, gut, Knut. Damit haben wir jetzt auch schon das nächste jetzt erstmal erledigt. Das heißt, das packen wir jetzt erstmal hier rein, das Glas. Und wir können jetzt auch sofort schon anfangen. Wir haben jetzt hier insgesamt, na, wir werden mal ein Stecken voll machen. Da können wir schon mal das erste Stecken gleich verbrauchen. Das werde ich auch mit Bruchstein machen oder Pflasterstein, wie auch immer sich der schimpft. Der hier übrigens in diesem Texture Pack PureBD Craft nicht ganz so dufte aussieht und nicht ganz so optimal ist für dieses, was ich vorhabe. Aber es wird jetzt nämlich lustig werden, weil jetzt machen wir tatsächlich schon den Umriss, sodass wir mal eine Vorstellung haben. So, jetzt haben wir ein Stecken. Eine Vorstellung haben, was uns erwartet von der Größe und wie viel wir letztendlich auch ebnen müssen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Immerhin, gar nicht mal schlecht. Wir sind schon in der zweiten Folge jetzt und wir sind schon, einen Ort haben wir gefunden. Wir haben uns ein kleines Häuslein hier aufgebaut, ohne Dach übrigens. Und jetzt können wir uns tatsächlich auch schon den Grundstein legen. Ich habe ja schon irgendwo hier einen Stein gelegt. Ich glaube, da oben war es. Wo haben wir ihn gelegt? Da. Da brennt es. So, und da müssen wir jetzt mal schauen, in welche Richtung wir gehen. Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig. Weil hier bin ich wirklich am Überlegen. Das hier ist so eine Fläche und also hier muss ich auf jeden Fall. Wo will ich anfangen? Also ich glaube, ich fange einfach hier an, weil wegnehmen ist, glaube ich, leichter als dazu packen. Hier geht es auch schon wieder runter. Also das müsste ich dann alles wegnehmen. Das wäre ein Dreierabstand. Und hier oben würde es dann runtergehen. Dann heißt, müsste ich hier. Nee, das ist auch Quatsch. Das heißt, es ist schon richtig, wie ich es gerade eben gesagt hatte. Wir müssen das auf jeden Fall hier machen. So, und jetzt gehe ich mir die äußerste Ecke suchen. Sagen wir mal, ich möchte das hier haben, dass hier so die eine Wand steht, die ihr euch jetzt nur mal so vorstellen müsst. Ja, das kommt hin. So, dann geht's jetzt los. Jetzt muss ich mal auf mein Foto gucken. Ich habe mir hier nämlich so ein Foto bereitgelegt und ein Blatt Papier, wo ich mir mal so die Symmetrie angeguckt habe, wie wir jetzt quasi die Blöcke legen müssen. So, und das müssen wir jetzt gleich mal umsetzen. So, ich habe das schon in die Hand. Da geht's in die Richtung und hier geht's in die Richtung. Gut. Dann werde ich hier die erste Kantenlänge machen. So, das bedeutet, wir brauchen erstmal viere nebeneinander, um wirklich einen 1 zu 1 Maßstab dann zu bekommen. So, das sind jetzt schon mal vier. Hier lege ich jetzt erstmal ein so hin. Exakt. Und nun kommen die nächsten vier auf diese Seite. Eins, zwei, drei und vier. So, dann gibt es eine Kante, die besteht aus drei. Eins, zwei und drei. Und hier geht es dann jetzt weiter mit eigentlich acht, würde ich sagen. Das muss ich aber nochmal ausrechnen. Ich mache jetzt erstmal, wie gesagt, diese Geschichte hier fertig. So. Das sind jetzt, wie, was habe ich jetzt gesagt? Das sind immer drei pro, nee, vier, Entschuldigung, vier. Und 3. Das heißt also, das muss ja, da das symmetrisch sein soll, hier genauso funktionieren. Also 1, 2, 3 und 4. Jetzt kommt hier wieder eine Lücke. Ne, da doch nicht. Ach, dieses Kraut hier. So. Und jetzt kommen hier wieder 4. 1, 2, 3. Und
4. So, und dann kommt nämlich wieder eine Kante, bestehend aus 3, 1, 2 und 3. Hier geht's schon los, das müssen wir alles wegnehmen. Das machen wir später und somit haben wir schon mal einen sogenannten Basis. Also das ist im Prinzip jetzt hier die Basis von dem Turm bzw. Treppenhaus. Und alleine dieses schon, Leute, wenn wir uns das mal angucken, das ist alles, das wird hier ein Treppenhaus. Also das ist ja nur für eine Treppe, um nach oben zu kommen. Allerdings verschachtelt, aber auch da werde ich später noch mal ganz genau drauf eingehen, was es damit auf sich hat. Und ich schaue mir mal eben an, wie es aussieht. Es sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und das sind die drei und von hier würde es dann quasi hier jetzt weitergehen. So, ja, das kommt der ganzen Sache schon ziemlich nahe. Wunderbar. So, jetzt haben wir das Problem Außenwand. Also das ist erstmal soweit in Ordnung. Das könnte ich, wenn ich jetzt Cleanstone habe, sogar schon nach hochziehen. Das muss ich allerdings dann erstmal ausrechnen, oder? Wo ist das Foto? Ja. So, jetzt ist es die Frage, wie kriege ich das hin? Hier sind die Abstände ein Block, da sind die Abstände zwei Blöcke. Was bedeutet, wenn das zwei Blöcke sind, ist es einer mehr. Hier haben wir 4 genommen. Dann müssen es 6 sein. Okay, dann probieren wir das mal. 6, das wären dann 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, das kommt sogar hin. So, dann würden jetzt diese Dinger da kommen. Das wäre dann jetzt, das muss ich mir vorbauen aus Erde. Jetzt gehe ich aber erstmal eine Runde pennen, weil es wird hier dunkel. Ja, Leute, da freue ich mich auch noch drauf, wenn das Gebäude dann erstmal steht. Das heißt, beziehungsweise die Grundmauern in der Größe, wie es dann aussieht mit den Monstern. Also das wird bestimmt voll die Monsterfarm werden. Also da müssen wir richtig gut ausleuchten. Da kommen wir definitiv nicht drum rum. Das müssen wir dann machen. So, jetzt gehe ich erstmal eine Runde pennen. Ach, ist das schön. Ich schaue sogar auf den Mond hier, wenn ich schlafe. Das ist doch schon mal was. So, guten Morgen. Oh, so, ein neuer Tag beginnt. Prima. So, keine Müdigkeit vorschützen. Es geht wieder erstmal gleich weiter hier zu unserem Grundriss, der von hier schon gigantisch aussieht. Ihr wird wahrscheinlich, oder ihr werdet wahrscheinlich noch gar nicht erahnen, was das eigentlich genau wird. Da ich euch ja bis jetzt das Foto noch nicht gezeigt habe, das werde ich erst tun, sobald wir die tatsächlich die ersten Wände haben. Das wird aber, wie gesagt, ein bisschen noch Zeit in Anspruch nehmen. Da bin ich absolut überzeugt von. Nur müssen wir nur mal weiter gucken, wie es hier weitergeht. So. Das heißt, hier haben wir jetzt einen. So, jetzt müssen dann immer zwei frei bleiben. Eins und zwei. Jetzt geht's wieder los mit eins und wieder zwei. Entstört hier ein Baum. Ach, hier. So. So, jetzt erstmal wieder hier eins. Ja, ich muss das immer wegnehmen, weil ansonsten setzt der Block nicht richtig. Das ist immer ein bisschen blöd. Eins und zwei. Jetzt steht hier auch noch ein Baum im Weg hier. Das ist ja unglaublich. Na gut, dann nehme ich meine Birke mit. Steht hier gerade im Weg. Da müssen wir noch einiges roden, glaube ich. Aber wir haben, wie gesagt, hier in der Plains auch Glück. Das war jetzt nicht. Im Dschungel sind. Stellt euch mal vor, wir wären im Dschungel und müssten hier so eine riesen Fläche jetzt erstmal alles roden. Das wird mir hier schon genug werden, hier denke ich. Also extrem, extrem, extrem. So, da dahin. So, jetzt geht's weiter. Eins und zwei. Und wieder einer dahin. So. Oh Gott, jetzt steht jetzt los. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Ja, alles weg. Ach du liebes bisschen. So. Erstmal alles wegnehmen. So, und da ist auch schon die erste Schaufel kaputt gegangen. Erstaunlich, wie lange sie gehalten hat. Ich muss mal eben kurz noch zählen. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich mich nicht verzählt? Das muss ich ganz präzise aufpassen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Oh Gott. Hilfe! Das wird was werden, Leute. Das wird was werden. Eins und zwei. Jetzt wieder da einen hin. So, das waren fünf, haben wir gesagt, ne? Dann sind das jetzt sechs. Oh je. Sieben wurde jetzt hier. So, hier dann jetzt
7. Jetzt hier wieder zwei davon. Scheiße. Oh oh. Ach, jetzt habe ich hier keine Schaufel. Hei, hei, hei. Ja, das müssen wir alles abtragen. Also da haben wir wirklich jede Menge zu tun. Wir werden auch bestimmt neu setzen müssen. Und gerade wenn es dann auch in den Untergrund geht, das wird dann richtig spektakulär. So, jetzt würden, den kann ich da lassen. Das heißt, die gehen jetzt erstmal weg. So, und jetzt muss ich natürlich... Ich zähle jetzt eben nochmal. Nicht, dass ich mich verzähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder? Habt ihr mitgezählt? Sind das 8? 1. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Da sind die 2 und jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, wie viel wir hier verwendet haben. Ich glaube, das waren 6 gewesen, oder? Habe ich richtig gezählt? Waren es 6? Da muss ich von außen gucken und zählen. Aber ich glaube, es müssten 6 gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau, dann geht's auch auf. Dann ist die Sache sogar symmetrisch. Also 6 kommen noch dazu bis zur nächsten Schnittkante. So, das wären jetzt hier 2, 3, 4, 5, so, 6. So, da haben wir nämlich 6. Also Leute, das ist eine Wand. das ist dann eine Wand, ja. Also das wird groß, Leute. Das wird groß. Ich hab's euch gesagt. Das wird verdammt groß. Das wird richtig groß. So, und jetzt geht's 2 in die Richtung rein. Boah. Boah. So, und jetzt hier 2 rein. Warum eigentlich 2? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das muss ich gleich nochmal ausrechnen. Aber das muss erstmal alles weggetragen werden. Das heißt, das nächste Arbeitsschritt ist, wir werden uns jetzt Eisen suchen. Eisen schmelzen. Das war mal den ganzen Schotter mal, weil ich komme hier nicht weiter, weil das ist hier alles Kraut und Rüben. Das muss hier alles eben gemacht werden. Das ist jetzt das nächste große Ding, was wir machen werden. Das hier alles auf eine Ebene bringen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie in den Untergrund gehen. Und mal gucken, ob wir Eisen mal irgendwie rankarren können. Das heißt, wir buddeln uns nach unten. Hier ist zum Beispiel jetzt Birkenholz, das packe ich da rein, das brauche ich nicht. Hier, das sammeln wir erstmal, da werden wir uns später dann garantiert ein Feld machen. Hier gibt es erstmal neue Eichensetzlinge, hier gibt es ein paar Blümchen, das sind alles Sachen, die heben wir auf. Hier ist Bruchstein noch, prima. Hier das Schwarzeichenholz, das brauche ich auch erstmal nicht. Hier die Erde, die da kommt gleich eh noch massig dazu. Das kann ich auch schon mal vorweg sagen. Da ist so ein Blümchen, das brauchen wir nicht. So, was wir brauchen, ist hier unsere Spitzhacken. Die Axt brauchen wir nicht. Die nehme ich mir jetzt erstmal gleich hier mit. Und Fackeln. Mehr brauchen wir nicht. Oh, und Hunger habe ich sich. Da sollte ich mir mal hier mal eben so eine, was ist denn das hier? Gebratenes Hammelfleischkeule mal reinziehen. Guten Hunger. So, jetzt sind wir erstmal voll ausgestattet. Das reicht erstmal. 3 haben wir noch. So, das geht jetzt quasi jetzt nach unten weiter. Das mache ich auch so, dass ich gleich nach unten gehe. Und wir versuchen mal ein bisschen Eisen aufzutreiben. Am liebsten würde ich mir natürlich eine Rüstung bauen aus Eisen. Weil ich ja gerne immer ein bisschen geschützter auch bin und ein Eisenschwert und so eine Sachen. Aber die Eisenschaufel ist tatsächlich jetzt wichtiger, wenn wir den Grundriss machen wollen. Wir haben jetzt eine Kantenlänge im Prinzip von dem Fundament, sodass wir schon mal abgrenzen können, wie groß das wird. Nur das ist jetzt ein Problem halt, ne, weil da kommen wir jetzt nicht großartig weiter, weil das ist da Kraut und Rüben. Das müssen wir jetzt erstmal alles planieren. Das ist ja wie im wirklichen Leben auch auf einer Baustelle. Das wird also interessant werden. Mal sehen, ob wir das auch so hinkriegen. Ich könnte es auch jetzt mit Steinschaufeln machen, was natürlich wesentlich günstiger auch vom Material ist. Nur ich glaube, mit Eisen geht es ein bisschen schneller und ich will schon versuchen, das nicht unnötig in die Länge zu ziehen hier in diesem Let's Build. Sodass ihr als Zuschauer natürlich auch schon die ersten
Ergebnisse im Prinzip ja dann auch sehen könnt, ne? Das ist ja eine prima Sache dann auch. So, ja, geht erstmal jetzt hier weiter nach unten. Mal gucken, ob wir hier auf Eisen stoßen. Ich mache auch ruhig mal ein bisschen gröber noch ab, so, weil wie gesagt, wir brauchen jede Menge Materialien. Richtig gruselig wird mir beim Andesit, weil da brauchen wir auch, was weiß ich, wie viel, 1000 Stück. Also, das kann noch was werden, Leute. Das kann noch richtig was werden hier. So, ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Aus diesem Grund werde ich meine Fackel platzieren. So. Da kommt jetzt Erde. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Kann sein, dass da jetzt gleich was anderes auf uns zukommt. Dass da vielleicht eine Höhle ist oder so ein Eingang. Achso, wir haben ja gar keine Schaufel. Ja, da muss ich so machen. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt jetzt. Erde, das heißt, es ist die Veränderung der Struktur im Erdreich. Mal gucken. Könnte eine Höhle bedeuten. Wer weiß. Aber Eisen habe ich noch nicht gefunden. Aha, nee, war anscheinend nur falscher Alarm. Also hier ist, könnte sein, dass da links oder rechts irgendwas davon ist. Das ist möglich. Hier höre ich jetzt auch Wasser rauschen. Also ich glaube, hier könnte gleich so eine Höhle auf uns zukommen. Vielleicht haben wir Glück und die hält ein bisschen Eisen für uns bereit, was prima wäre. Und gleich ein bisschen mehr, noch besser. Wenn wir es finden würden. Neue Kohle wäre auch nicht schlecht. Könnte man auch gleich mitnehmen. So. Ja, das war ein bisschen verschwenderisch. So. Ja, also ich buddel für die, die es nicht wissen. Also ich buddel mir jetzt tatsächlich jetzt immer so einen eigenen Minenschacht, der einfach schnurstracks nach unten geht. Geradeaus. Wenn man auf eine Höhle trifft, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Aber so ist immer ganz gut, da kann man auch unten später mal die Diamanten holen und alles sowas. Das heißt also, ich suche mir keine Höhle, sondern ich mache mir selber eine. In so einem Erdreich. Und gerade wenn man viel Stein braucht, ist es eigentlich eine optimale Sache, weil man kann ja wirklich auf jeder Etage im Prinzip, ja, alle 4 Blöcke, sich einen eigenen Minenschacht legen. Für Steine zum Beispiel oder jetzt für meinetwegen auch Kohle. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die man dort machen kann. Und das ist eigentlich ganz gut, dass man so systematisch halt sich vorarbeitet. Aber jeder, wie es ihm selbst beliebt, ne? Heißt es so schön, Minecraft kann man sich ja frei entfalten. Macht da jeder so seinen eigenen Stil. Ist ja auch in Ordnung. So, und es geht weiter nach unten. Bis jetzt noch kein Eisen. Kann ein gutes Zeichen sein, dass wir vielleicht auf eine größere Menge Eisen stoßen. Notfalls sollten wir gar nichts finden, was ich nicht glaube. Müssen wir halt nochmal hoch oben ins Gebirge. Im Gebirge gibt es oft eigentlich Eisen, genauso wie Kohle. Das haben wir ja schon gesehen, wo wir gespawnt sind. Und unser Glück ist ja, dass der Spawnpunkt nicht so weit entfernt ist. Finden wir definitiv. Da brauchen wir halt nur unseren Kompass. Beziehungsweise Redstone müssten wir dann erstmal holen und auch Eisen. Und dann finden wir den. Das ist kein Ding. Können wir auch gerne markieren. Kein Problem. So, bis jetzt ist hier wirklich nichts außer Stein. Stört mich überhaupt nicht, weil davon brauchen wir jede Menge, wie gesagt. Und ja, prima. Können wir gleich alles einsacken. Das wird nicht schlecht, das wird alles Verwendung finden. Je mehr, je besser. Im Creative natürlich wesentlich einfacher. Hier, wo ich meine 10 Stunden an dem Projekt gesessen hatte, da war natürlich alles vorrätig, ne? Da brauchte man einmal nur zack, einmal auf E gedrückt und die Steine ausgesucht. Die musste ich noch nicht mal schmelzen, die Cleanies. Hier müssen wir die Cleanies erstmal erstellen. Mit jeder Menge Kohle. Eieiei, und wenn man sich dann verbaut, das ist ehrlich. Ach, das ist ärgerlich, ja. Oh, es kommt ein Höhlensound auf mich zu. Wer weiß, vielleicht haben wir jetzt gleich eine Höhle hier. Vielleicht auch eine Ravine oder so. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ein Flusslauf höre ich hier. Cool. So. Zack, nehmen wir alles mit. So, nochmal Fackel setzen. Ja, die gehen uns auch langsam aus, die Fackeln. Ist ja witzig hier. Also ist ja alles Mögliche, aber keine Erde. Hier. Eisen. Keine Erde. Ja, Erde ist hier auch nicht. Alles. Ah, Kohle. Cool. Ja, die nehmen wir gleich mit. Die Löcher stopfe ich dann, dass es einfach schöner aussieht. Und dann komm mal her hier. Ja, prima. So. Das nehmen wir gleich mit. Da lasse ich jetzt wirklich nichts liegen. Ja, lieber Dave, wenn du zuschaust, ne?
Hier, Dave 1988, Dave 1988 hier. Ne, dass ich hier Kohle übersehe oder so und du hast eine ganze Kiste voll. Naja, jetzt nehme ich sie natürlich mit. Und das meine ich, man kann sich hier überall so eine kleinen Stollen reinbauen. Und wir hier jetzt das Glück haben, auf so eine Mini-Kohleader zu stoßen, die wirklich wichtig auch ist. Weil Kohle braucht man immer. So, jetzt haben wir alles. So, siehst du, Dave, ich habe alles mitgenommen.